Hallo und herzlich willkommen zu einem Halloween-Special von mir, eurem Illyria, und mit dabei Raffine und mit Eis. Hallöchen. Ich bin ganz schüchtern. Ich blende gerne. Sehr blendend. Bei Phasmophobia bin ich noch ein ziemlich Neuling drin, aber wir werden auf jeden Fall gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall hinter jeder Ecke der absolute Grusel. Möchtest du es auch sagen, auf welcher Map wir sind? Zeige ich den am besten, den Zuschauern. Heute geht's zurück zur Schule. Genau, wir sind auf der Brownstone High School. Wie ihr sehen könnt, wir sind auch geistig noch völlig gesund, haben noch keine Schäden davon getragen. Und wir haben natürlich noch gar nichts gemacht. Aber ich würde sagen, hier seht ihr die optionalen Ziele. Könnt ihr lesen, könnt ihr das Video ja pausieren. Hier haben wir eine Videokamera. Hier sieht man gerade die Perspektive von Eis. Okay. Und wir gehen jetzt mal rein. Also ausgerüstet sind wir alle mit einer Kopfkamera. Ich habe meine Taschenlampe dabei, ich habe ein Thermometer und ich habe eine Videokamera, um eventuelle Geister ausfindig zu machen durch diese sogenannten bekannten Orbs. Thermometer, so. Taschenlampe und Sprachbox bei mir. Wer geht vor? Du? Du Eis oder du Schatz? Ich würde sagen, ich gehe vor, ich kenne die Map. Okay. Folgt mir, wir gehen nämlich nicht durch den Haupteingang. Okay. Hier geht's lang. Denkt ans Sprinten, das ist schneller. Sprinten kann man nur für ein paar Sekunden, dann ist wieder Feierabend. Ja, wir sind halt schon alt. Stimmt, wir sind schon sehr alt. So. Der Timer von 2 Minuten 30 beginnt, sobald ich... Oh, wir sehen mir doch nicht ins Gesicht. Ja, entschuldige, ist ja gut. Hab ausgemacht. Ich hab ja die Kamera. Seid ihr ready? Yes. Ja, ich bin ready. 2 Minuten 30 ab jetzt. Danach kann er handeln. Mann, es ist warm hier. Ich wollte nämlich hier durch, aus Gründen von... Ich muss gucken, ob der Stromkasten... Ich nehm auch mal. Stimmt, weil wir haben ja keinen Strom aktuell. So, genau, der Strom ist jetzt an. Falls ihr euch wundert, wo der war, der ist unter dieser Treppe. Da bist du. Okay. Genau, ich bin hier. Unter der Treppe hier ist der Stromkasten. Hier ist die Tür. Wollen wir da schon mal reingehen? Gerne. Horcht übrigens auf Telefone und Türen. Da ist eine Kamera, okay. Ja, hier sind überall Kameras. Oh, Geografie. Der Raum ist recht warm, den können wir gleich wieder verlassen. Hier ist nichts los. Genau. Tipp am Rande, wir müssen nur einmal kurz in den Raum stehen bleiben, gucken und dann wieder raus. Ich würde sagen, wir gucken erstmal unten durch. Floor Caution. Gehst du voran? Hier bin ich. Bin schon aus dem Raum raus. Achso. Genau. Dann haben wir hier einen Raum, der hat jetzt keinen mehr. Reingucken. Thermometer achten. Und der Raum sagt nein. Die Tür ist offen, das geht mir nicht. Ich gehe mal durch die nächste Tür. Hier klingelt ein Telefon. Wird das aus dem Raum gekommen sein? Lasst mich nicht alleine, ihr seid los. Wie? Bin hier. Ja, wo bist du? Hier, komm. Hier. Oh. Aua. Gib mir ein Zeichen. Der Raum ist zu warm. Eis, ich würde sagen, hier ist auch nichts. Ja. In diesem Raum ist ein No-No. Aber warum hat das Telefon dann gerade geklingelt? Das ist verschieden. Also ich denke nicht, dass es dieses Telefon war. Habt ihr? Entschuldigung fürs ins Gesicht leuchten. Oh, ich wollte gerade Unterricht machen. Wir laufen hier praktisch einfach alle Räume ab, gucken, was abläuft. Hier ist es auf jeden Fall bedeutend kühler. Ich habe hier so 15 Grad. Im Flur sind es über 20 Grad. Jetzt habe ich sogar 13, 12. Wie bitte? 13, 12 Grad habe ich hier gerade gehabt. Ich hole mal die Kamera raus, meine Handkamera. Vielleicht finde ich hier Orbs. Gib mir ein Zeichen. Mach das Licht an.
Ich glaube nicht, dass es dieser Raum ist. Alles gut, ich verlasse euch nicht. Ich gucke mal in meinem Raum nebenan. Dann würde ich mal sagen, vielleicht einfach nur normal ausgekühlt, der Raum hier. Ich habe den Raum, er ist der Raum nebenan. Kommt. Schon wieder Telefon. Vivi, ich brauche dich ganz schnell. Wo bist du? Hier. Er ist hier drinnen. Wer weiß wir haben Minustemperaturen übrigens. Ich habe auch Ausschlag gehabt gerade in der Tür. Aber bitte Gefriertemperaturen. Ja, Gefriertemperatur. Überblick erregt auf alle, das heißt, ich kann hier sogar reden. Gefriertemperatur. Ja, ich hole jetzt. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Redet nicht. Vivi, du dürftest dein. Darf ich sie trotzdem beim normalen Namen nennen? Das ist schwer für mich. Das haut normalerweise die. Es ist da, Halloween dann, Special. Alles gut. Du hast mich schon 10.000 Mal Vivi genannt. Hier darfst du das Ding hinlegen. Er hat den Strom ausgemacht. Na gut, dann kann man es halt genau. Nicht ändern. Kurze Fix immer bitte ablegen muss. Wie war noch mit G? Ihr dürft immer kurz hier bleiben. Ich muss den Strom anmachen. Würdest du bitte nach Orbs gucken? Bin ich gerade schon dabei mit der Kamera? Die habe ich gerade in der Hand. Gut. Ich mache uns den Strom wieder an. Dann macht ihr bitte einmal das Licht in dem Raum an. Ja, ich gehe zum Lichtschalter. Genau, das hält nämlich unsere Sanity ein bisschen höher. Sagt, wann ich einschalten soll? Jetzt. Mit dem EMF bitte an das Telefon gehen. Ja? Schatz, das ist deine Aufgabe. Du hast einen EMF? Ja, grün. Okay, wie viele Punkte? Grün, sag ich doch. 2 Punkte. Gut. Nicht wundern, ich hole schon mal die nächsten Items. Ihr braucht keine Angst haben. Jetzt ist nur noch ein Punkt. Ja, dann ist es ausgegangen. So. Ich nehme das mit, ich nehme das mit. War das? Aaron. Wie erschrocken. Hier ist was. Ich hab Angst. Komm, wir gehen hier raus, Schatz. Raus hier. Ja, der war gerade auf mich. Ich weiß nicht, was er macht, Mama. Ich mute mich einmal für den kurzen Moment. Ja. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ich will hier weg. Ich auch. Das wird mir gerade ein bisschen zu gruselig. Licht geht aus und so. Oh, Geräusch. Boah. Ja, ist richtig, liebe Zuschauer. Ein bisschen mit Angstfaktor. Der richtige Scare-Faktor. Baby, es tut mir leid. Ich habe Angst. Ja, wie ich musste auch raus. Ging nicht anders. Ich hatte einen Herzschlag. Ich hab nur dieses Geräusch in meinen Ohren gehört. Okay, yeah, Tanz! Die Kamera nimmt alles auf. Ja, du leuchtest mir schon wieder ins Gesicht. Entschuldigung, hab das gerade gemerkt, hab die Kamera weggehalten. Ich hab nicht einmal eine Taschenlampe dabei, aber okay. Folget mir, ihr Schisshasen. Dann leuchtest du über die Taschenlampe, ich nehme die Kamera. Nein, noch. Ihr folgt mir einfach bitte, okay? Okay. Sollen wir noch irgendwas mitnehmen aus dem Truck? Weil mein Kruzifix, das liegt ja noch da. In den Raum. Gute Idee, vielleicht mitnehmen. Holst du das? Noch eins? Ach, du hast schon eins in der Hand. Ja, gut. Nein, ich habe schon eins hingeworfen. Ach so, dann ist ja gut. Dann brauchen wir eigentlich kein zweites, denke ich. Dann brauchen wir noch irgendwas? Du darfst ein zweites Kruzifix noch mitnehmen und das war's eigentlich. Gut, dann hole ich noch eins. Okay. Wie gesagt, das war gerade Notfall. Ich musste mich halt in dem Moment. Mein Hund hat sich an seinem Hühnerbeinchen gebissen. Autsch.
Ja, genau, er ist ja schon am einen Bein komplett geschoren von mir und da hat er gerade rumgebissen. Er beißt sich gerne mal wund. Ja, das ist dann natürlich nicht so gut. Mhm. Aber er scheint ein Recht. Und nicht wundern, ja, ich traue mich auch da ohne Taschenlampe rein. Ich habe aber eine Kamera dabei. Deshalb brauche ich keine Taschenlampe. Du hast doch aber eine Taschenlampe auf der Schulter. Die bringt nichts. Damit kann ich mich höchstens am Rande vorbeilotsen. So, seid ihr bereit, ihr beiden Angsthäschen? Ja, ich bin soweit. Gut, auf geht's. Das, was ihr erlebt habt, war übrigens ein Geister-Event. Ich gehe hinter dich. Ich pass das auf dich auf. Das kam mir fast so vor wie so ein Hand oder so. Nee, Hand ist nur, wenn ihr hört, dass die Tür abgeschlossen wird. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir in der Raum gleich nochmal drin sind, am besten nachschauen, ob da ein Schrank ist, in dem man sich notfalls verkriechen kann, wenn so eine Hand stattfinden sollte. Der Schrank ist... Alter. Ja, wir haben doch Geisterorbs. Ich habe keine gesehen. Ja doch, wir haben welche. Licht bitte an. Ja. Ich sehe nämlich nichts. Wo soll ich denn das nächste hinlegen? Weil das andere habe ich da hingelegt. Soll ich's hier das eine einmal bitte genau hier zum DOTS und das andere lege ich einmal und zwar dort. Bibi, wo siehst du die Orbs? Also ich sehe in meiner Kamera keine Orbs. Orbs sind in dieser Ecke. Außerdem muss das Licht ja für Orbs aus sein. Okay, aber das Licht brauchen wir gerade, deswegen lasse ich es an. Genau. Das Licht brauchen wir für kurze Zeit. Ich packe das Buch hier hin. Wir haben Geister-Orbs und Gefriertemperaturen. Wir haben ein Revenant, Yurei, Hantu oder Onryu. Ich würde sagen, wir gehen kurz raus. Gucken nach, ob wir DOTS haben. Das Licht muss dafür ausbleiben. Folgt mir. Folge dir. Gut. Ihr könnt übrigens gerne mal ein bisschen sprinten. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher. Ja, aber du hast ja nicht nur Bibi an deiner Seite, ich bin genau hinter dir. Ich weiß. Also wenn der Geist was will, nimmt er dich. Richtig. Genau. Ich schmeiß mich vor dem Geist. Ich lass dich nicht von einem Geist fressen. Keine Sorge, Schatz. Genau, da wir keinen Banshee haben, kann es natürlich sein, dass es ein Revenant zum Beispiel ist. Der würde dann Ille zuerst schnappen. Da er hin. Richtig. Genau. Und wir hätten Zeit, in Ruhe rauszuholen. Richtig. Und abzufahren. Ja, in einem Singleplayer-Spiel, liebe Zuschauer, vorgestern ungefähr war das, ist das schon tatsächlich einmal vorgekommen. Ich war in einem Gebäude, einem ganz normalen Wohnhaus. Ich war im Badezimmer, plötzlich ging von meiner Nase das Licht aus. Ich denke mir nur so, what the fuck, was denn jetzt hier? Und ehe ich mich versah, fing es dann richtig an zu spuken, das Licht fing an zu flackern. Ich will raus, die Wohnungstür war verriegelt. Und ich konnte nicht raus und dann habe ich plötzlich so Hände links und rechts am Bildschirm gehabt und ich wurde getötet. So, hier kannst du übrigens auch mal ganz genau deinen Geisterorb sehen. Musst du nur einstellen, die Kamera zeigt aktuell gar nichts. Doch. Bei mir ist die Cam schwarz. Du sollst auf den Bildschirm gucken. Tu ich doch. Also ich sehe es. Auf diesem Bildschirm. Globus. Auf den Monitor. Guck ich doch, der ist für mich schwarz. Dann drück mal bitte ein bisschen auf die Tastatur. Mach ich, da passiert nichts. Okay, das ist natürlich eigenartig. Schmeißt du mal bitte deine Kamera weg. Ja. So, siehst du jetzt vielleicht was? Nein, die Kamera ist für mich schwarz. Okay. Jetzt sehe ich was. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Jetzt sehe ich wieder was, ja. Ja, das liegt daran, dass ich jetzt hier rum switche. Ich switche immer bis zur 19 zurück. Jetzt solltest du was sehen, oder? Ja, jetzt sehe ich was. Gut. Da ist meine Taschenlampe. Da ist ein Orb. Ich sehe ihn. Noch ein Orb.
Wir brauchen, kein EMF, das heißt, das EMF ist raus. Wir bräuchten Fingerabdrücke also, für einen Handtuch. Also Geisterorb kann ich ja schon mal anklicken, ist ja richtig, ne? Genau, wir haben Geisterorb und wir haben Gefriertemperaturen. EMF könnt ihr durchstreichen. Und wir brauchen Fingerabdrücke, Geisterbuch, DOTS oder Geisterbox. Geisterbox hat er nicht mit mir geredet, halte ich also für sehr unwahrscheinlich. Dann nehmen wir das Geisterbuch. Aber wenn ich EMF durchstreiche... okay. Genau. Geisterbuch, dann kann es nur Juraj, Hanta oder Revenant sein. Genau, Juraj, Hantu oder Revenant. So, ich würde jetzt euch gerne mitnehmen zur Fingerabdruckjagd und noch ein zweites Buch reintun. Das heißt, den EMF-Dingsbums hier kann ich liegen lassen oder soll ich den weiterhin mitnehmen? Genau, den kannst du einfach ablegen. Damit meine Zuschauer was sehen, kann ich ja das Geisterbuch ablegen, vorausgesetzt ist es noch nicht passiert. Wir haben zwar schon eins drin, aber du darfst gerne das da nehmen. Was genau soll ich jetzt machen? Was soll ich mitnehmen? Du hast zwei Plätze frei. Oh, wir sollten mal Pillen nehmen, oder? Ja, jeder eine. Das reicht schon. Okay, also wie mache ich das jetzt? Ich gehe da rein, leg es... Mit F legst du das ab. Wenn du es nämlich nur wegwirfst, dann wird das nichts. Das ist klar. Okay, so, dann nimmst bitte einmal deine Ich-bleibe-von-Geistern-Fernpille. Ah, ich sehe schon, ich habe noch 50%. Genau. Und Vivi? Ich habe schon mal die Pille genommen. Nee, das meine ich nicht. Du darfst gerne einmal... Was war nochmal draufgaben? Warte mal, EMF-Reader ist nicht abgeschlossen. Nimm ja. Nochmal einen EMF-Reader mit. Falscher Knopf. Und meine Taschenlampe, der hat sich... Kann mir einer bitte hier auf dem Boden leuchten? Ich will meine Taschenlampe nicht mehr. Da vorne, neben dem Ständer. Warte, ich nehme den Ständer kurz weg. Da vorne. Danke. So, dann gehe ich mal wieder gerne. So, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir uns ein bisschen gruseln. Wir gehen jetzt da rein und legen ein Geisterbuch ab. Wenn ich getötet werde, dann bin ich halt tot. Kann man dann auch nicht ändern. So, und dann darfst du jetzt mitkommen. Na, was soll ich noch mitnehmen? Einen Platz habe ich noch. Ich nehme einmal ein Räucherstäbchen mit und ein Feuerzeug. Suppi. Ich würde diese Schule nicht mal betreten, als sie noch eröffnet war. Als sie eröffnet war, sah sie bestimmt schöner aus. Ich warte auf euch. Bestimmt die heulende Myrte, die da drin ist. Ja, wahrscheinlich. Ich leuchte mal ein bisschen nach unten, damit ich nicht mehr ins Gesicht leuchte. So. Dann wollen wir uns mal bereit machen, da reinzurennen. Ich gehe wieder hinter dich. Können wir sprinten? Oh. Ja, ich weiß doch, dass du da bist. Nee, das Telefon schon wieder. Na, wir gucken jetzt einmal nach Fingerabdrücken. Kann ich sprinten, weil wenn Vivi nicht rennt, renne ich auch nicht. So. Geisterbuch. Kann ich auf einen dieser Pulte hinlegen, würde ich sagen, ne? Oder auf einen... Wir haben sogar Geisterbuch. Ach, ist schon fertig ausgefüllt? Ja, das erste ist hier schon ausgefüllt. Da kannst du ja mal drauf leuchten. Wir haben einen Revenant. Das gefällt mir nicht. Ich habe Revenant angeklickt. Wie? Magst du mir das Feuerzeug immer auf den Pult werfen? Moment. Dankeschön. Das Buch da hinlegen, oder? Ja, kannst du trotzdem hinlegen. Ich will ihn nur einmal ausräuchern, weil so haben wir wenigstens ein bisschen Zeit, bevor er handeln kann. Darf ich schon rausgehen? Ja, darfst du. Gut. Schreiben Sie bitte in das Buch. Und sei bitte lieb, wir tun dir doch auch nichts. Ich nehme dieses Buch einmal schon mal mit. Wir können gerne mal rausgehen. Dann mit einem Revenant will ich mich nicht anlegen. Wieso, was macht der? Revenants sind sehr schnell.
Und mit schnell meine ich schnell. Ein Revenant Outplane geht nicht mehr leicht mit einem Räucherstäbchen. Oder ich bleib sogar drin, bis ihr da seid. Bin da. Durch. Gut. Dann nehmen wir dieses Buch einmal kurz mit in den Truck. Ich mache ein Foto davon. Und dann füllen wir unser schönes Journal noch mit ein paar Schritt abdrücken. Das Buch wird abgelegt. Lieber Ille, möchtest du das Foto von dem Buch machen? Ja, gerne. Gut, ich zeig dir, wie du dich positionierst. Du nimmst dir erstmal so eine Kamera hier. Dann positionierst du... Warte. Wir müssen das Buch dafür draußen haben. Hier drinnen geht das ja nicht. So. Dann positionierst du dich mit der Kamera genau so, wie ich stehe. Und ja. Machst dann Rechtsklick. Das Buch muss genau mittig sein. Ich weiß. Perfekto. Und es ist ein 3 Sterne. Na, dann war das Foto schon mal gut. Genau, jetzt nehmen... Guck mich mal an. Tschüss. Bitte keine Fotos wasten. Okay. Wir brauchen die Fotos. Gerade. Einer bitte nochmal Salz mitnehmen. Ja. Kann man nochmal dabei behalten oder wegtun? Die Kamera kannst du gerne mitnehmen. Wir brauchen eine Kamera noch. Dann brauchen wir einen Salzstreuer noch und wir brauchen ein UV-Licht. Gut, ich tue das Thermometer weg und nehme noch einen Salzstreuer mit. Genau. Und Vivi, du nimmst gerne das UV-Licht hier vorne. Gut, oder möchtest du lieber Salz mitnehmen? Denn das UV-Licht brauche ich später. Weißt du was? Du darfst das Salz mitnehmen. Das ist leichter. Ich wollte auch gerade schon meinen Salzstreuer dahin tun. Vivi? Okay. Alle Verbindungsprobleme? Ne, sie hat gerade so ein bisschen rumgeswitcht, wie es aussah. Ja. Alles gut. Alles gut. Sie wollte gerade so eine unheimliche Stille von sich bringen. Richtig. Dann wäre es noch gruseliger geworden. Uah. Gut, dann folgt mir die Damen und Herren. Wir haben ein Fotoapparat noch dabei, ja? Ja, habe ich. Gut. Ich habe Fotoapparat, die Taschenlampe und das Salz. Perfekto. Falls ich ein bisschen leiser bin, liebe Zuschauer, es liegt daran, aufgrund einer Entzündung an meinem Oberschenkel kann ich nicht so gut vom PC sitzen. Das heißt, das Mikro ist auch nicht ganz direkt an meinen Mund gelehnt. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen leiser als sonst. Oh, dann wollen wir mal ein paar Fotos von uns bringen, nicht wahr? Du kannst doch ruhig ein bisschen rennen mit Schiff, das weißt du ja, ne? Ja. Könnte aber Lecks verursachen. Richtig. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Und ich renne ja auch gerade nicht. Dachte nur, weil der Abstand zwischen uns so groß ist. So. Das zweite Buch wurde auch beschrieben. Hat genau das gleiche reingeschrieben. Genau. Ich mach hier mal Salz hin. Hier. Und da. Wo soll ich Salz hinmachen? Such es dir aus tatsächlich. Man wird schon irgendwie überall hinlaufen. Nur nicht zu nah aneinander. Ein bisschen was vor die Tür vielleicht. Falls du noch ein Häufchen hast. Ich könnte ja noch. Wie viel Salz kann ich eigentlich maximal streuen? 3, okay. Perfekt. Die Tür bewegt sich. Okay.
Gut, dann gucken wir mal. Fußabdruck direkt von meiner Nase entstanden. Juhu. Da waren Fußabdrücke. Ich hab's genau gesehen durchs OV. Perfekt. Riech noch mehr Fußabdrücke, lieber Geist. Oh, durch das hier ist auch gelaufen. Hier ist noch einer. Das nehme ich mal mit auf. Nicht das Salz fotografieren, bitte. Das brauchen wir ja nicht. Den Abdruck nicht fotografieren? Nee, nee, es gibt richtige Fußabdrücke, wenn dann so in... So. Ich hab kein Date mehr, scheiße. Ja, ich bräuchte einen Fotoapparat. Hab ich dabei. Einmal bitte hinwerfen. Immer muss ich die alte Frau bücken. Ja, normal. So alt bist du auch wieder nicht. Ah, wir haben den Salzstreuer hier verpasst. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Weg hier. Wir sind tot, Leute. Nein, sind wir nicht. Komm nicht raus. Ich auch nicht. Gut. Alles gut. Wenn das für euch zu viel war, dann gehen wir jetzt einmal aus dem Haus raus. Kommt. Wie kam das, dass er jetzt von uns abgelassen hat? Das war nur ein Geister-Event. Ja, aber so hat es bei mir vorgestern auch angefangen, bevor der Geist mich getötet hat. Wir haben zwei Kruzifixe ausgelegt in einem diagonalen Punkt. Der ganze Raum ist abgesichert von Handnähe. Das heißt, wenn er versuchen würde zu handeln, müsste erstmal das Kruzifix ausgelöst werden. Und wie ihr seht, diese Tür ist eh noch offen. Ja, gut. Einfach durch. Dann lassen wir die restlichen Fotos mal sein. Aber für das Video ist es gut. Genau. Ich find's nur irgendwie süß, wie ihr beide so raus hier habt. Und ich denke mir so, ich bleib hier einfach stehen. Ja. Normal ja, eben. Ich bin das leider tatsächlich gewohnt, dass der Geist mich gerne veräppelt. Ich habe leider noch nicht gesehen, wo dieser Geist stand. Deshalb wusste ich nicht, wo ich hinmachen sollte, um ein Foto zu machen. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Allerdings, uns fehlen halt eigentlich nur 4 Bilder. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Aber hey, wir haben den ERF wieder. Genau. Ille, du hast jetzt gemerkt, wie ich die Fotos mache, ne? Ja. Du wirst ja so oder so unser Kamera-Hauptmann, also wirst du auch der Fotomachmann werden. Ja, gut. Gut, ihr habt alle Revenant eingetragen? Ja, ja. Hab ich vorhin schon gemacht. Gut, ich nämlich noch nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, bereit für die Abfahrt? Jo. Würde ich sagen. Perfekto. Mit diesem Track. Moment, oh. Moment da. So. So, das ist die Vertragsauszahlung, liebe Zuschauer. Es war ein Revenant. Schwierigkeitslevel $150. Wir haben die Aufgaben alle gelöst. Fotos und Knochenbeweis haben wir nicht entdeckt. Versicherung auch nicht. Naja, nicht alle Aufgaben. Wir haben leider das Foto vom Geist nicht. Richtig. Das war meine Schuld, weil ich den Geist nicht gefunden habe. Ja, hätte aber auch tödlich enden können. Glücklicherweise ist es ja untödlich ausgegangen. Genau. Aber ich würde sagen, für dieses Special, dieses Grusel, was vom Phobia-Special, soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir hoffen jedenfalls, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
wieder. Also sagen wir nicht in der nächsten Folge fast mal probieren wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich in meinen üblichen Projekten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Sei denn, deine Zuschauer wünschen sich, dass wir Phasmophobia öfters machen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es öfter sehen wollt. Dann machen wir es auch öfters. Adios. Von mir aus auch ein Tschüss. Bye-bye.